Ja. Ich brauche mal wieder so ein Strohbett. Ja, das Haus müssen wir wieder zerfasern. Mal wieder fasern. Fasern, fasern, fasern. So faserig, so faserig. Wow. So, das sollte ich aber nicht genügen. Dann gehen wir mal. Jo, dann bauen wir schön. Jo, warte mal. Der Weizen wächst aber verdammt schnell. Erst im Öllerfachst wächst der Weizen, dann willst du die Beine spreizen. Jo, mach mal. Ich ernte mal ab. Wenn die Getreide anbauen, nur wirklich so schnell ginge. Ein Abbau vor allem. Ja. Ernten. Ja. Tun wir doch. Herz allerliebst. Aber ich habe, wo hab ich den Weißen? Sehen. Doch nichts sehen. Wo ist denn der Weizen? Ach, hier ist der Weizen. Mal mal. Dann arbeite mal schön, Kollege. Ah, so entsteht der Mehl. Das Mehl, nicht der Mehl. Ja. Eine seltsame Art, eine Mühle zu betreiben. Braucht eine Mühle wirklich Wasser? Oder kann man auch nicht mit, per Hand? Vielleicht geht auch per Hand. Ich dachte, man... Ach so, ja, aber da... Es soll wie eine Wassermühle sein, ohne dass sich das Rad dreht. Aber Hauptsache, naja. Okay. Hauptsache, ich tue sich was in den Rand. Deswegen ein bisschen seltsam, aber okay. Wenn es nicht weiter ist. Jo, warte ich mal ab. Dieses möchte gern Entoron oder Enton. Komm mich am Arsch lecken. Noch kann mich das Spiel irgendwie ein bisschen bei Laune halten. Noch geht das hier irgendwie. Mehl, Mehl aus gemahlenem Weizen. Kann zum Backen von Brot verwendet werden. Na, wenn es nicht weiter ist. Steinbauset. Große Werkzeugkiste. Steinbauset. Warte mal. So, dann haben wir schon wieder Steinbauset schon mal. Nicht Steinbau 6, sondern Steinbauset. Na, ist auch mal eine geile Sache. Eine knappe halbe Stunde könnte ich ja noch zocken, dann mache ich für heute auch wie immer Schluss. Weil ich merke selbst, dass mir gerade wieder ein bisschen die Energie dafür alle geht, weiterzumachen heute.
Dann ist bei mir manchmal immer so ein Problem. Ich habe nicht immer so die Ausdauer. Also ich immer ganz vom Spiel ab, wieder die, wie es um die Ausdauer bestellt ist. Chained Echoes konnte mich teilweise für 6 Stunden langen Aufnahmesessions hinreißen, aber Palworld ist bei mir immer ein bisschen was, was komplett anderes. Da weiß ich auch nicht. Da ist irgendwie ein bisschen so eine Sache, ne? Das ist ein bisschen doof. Also die Palworld, wie gesagt, das kann manchmal sehr repetitiv und gar bisweilen ein bisschen langweilig werden. Deswegen. Ich weiß nicht. Wir könnten hier. Ah. Dann wieder Tier. Ich guck mal. Da brauchen wir aber Stoff. Und Stoff kriegen wir von woanders her. Hier ist mal Stoff irgendwie, ne? Dabei zaubern. Warte mal. Machen wir mal 6 Stück. Man kann ja nie wissen. Der Kollege kommt zu spät, wie immer. Wie auch immer dieser immer ist. Ich weiß es nicht. So, fertig. Ah, der war da hier, da sie ihn ja versteckt. So. Na. So. Mal hier. Kann nicht. So, mal hier. Die bauen wir mal. Diese komische Brutanlage hier. Yeah. Dann helfen wir mal aus. Ihr Kollegen da. Der kommt zu spät. So, und jetzt geht's ans Kindermachen. Sechs Minuten dauert das. Kann ja mal passieren. Ja. Naja, was soll ich denn machen? So. Ich sag mal so. Was ich noch mal sagen möchte, ist. Ich wollte natürlich, wie gesagt, noch ein bisschen noch eine Runde zocken. Dann werde ich dann vielleicht so in 20 Minuten. 20, 25 Minuten aufhören. Dann wäre es das für heute erstmal. Das Ding ist, ich zocke am besten, ist besser so, wenn ich das so mache, dass ich so lange spiele und das spiele immer, wie ich Lust habe, weil mich dazu zu zwingen, immer also eine gewisse Zeit zu streamen, zu sagen, mindestens immer 4 Stunden oder gar 5 oder 6 Stunden, wenn ich das machen würde, und ich habe aber schon nach 3 Stunden keinen Bock mehr, dann ist das natürlich auch ein bisschen doof. Kann man sich schon denken, was ich meine. Ich mache das besser so, wenn ich einfach nur so lange, wie ich will,
mal statt immer dazu zu zwingen. Sonst haut das mit dem, ja, wo ich das am Anfang schon mal gesagt habe, wegen, ne, sich eine Aufgabe geben jeden Tag, ne, dass die Sachen zur Gewohnheit werden. Ja, und so weiter fort. Sonst haut das nicht ganz so hin. Sonst kommst du in so eine Tretmühle rein. So eine unglaubliche Tretmühle, dass das einfach keinen Spaß mehr macht. Deswegen würde ich dann sagen, ich mache dann einfach nur noch eine halbe Stunde, dann ist auch wirklich, ja. Ach, sieh mal an. Vielleicht kann ich sogar bis Level 20. Dann hätten wir den auch schon mal. Weizen. Kann man aus dem Weizen auch einfach Weizensamen machen? Einfach nur Weizensperma? Glaube ich nicht, ne? Naja, egal. Macht ja nichts. Hm. Na, ich weiß nicht. Ich habe so viel Metall hier. Aber was ich machen könnte, ist die ganzen Truhen hier. Das ist ganz hier. Aber ich kann hier schon mal hier. Ja, gut, ich lagere das mal aus hier. Ja. Ich würde sagen, man ist mal so. Ich nehme jetzt mal das hier. So. So. Was ich noch machen könnte. Ich gucke mal ein bisschen um hier. Mal gucken. Mal ein bisschen andere Stelle, die hier. Jo. Der Wolf kann aber ganz schön schnell reiten. Alter Ritualplatz, ja, denke ich auch. Komm schon, ihr Viecher. Das war ein sehr leidenschaftlicher Tod. War schon eklig, ne? Kannst mal ein bisschen motivierter sterben. Und erben. Willst du was erben, musst du erstmal sterben. Und muss erst jemand sterben. Durch Habgier. Ja. Möchte gern Smetbo. Ah. Beispiel. So.
So. Ah, Manu. Ja. Immer diese Wilderer. Die waren ja immer wilder. Und hier? So. Hallo, hallo, hallo. Ah, haben wir gehört? Wer denn nämlich mit? So, können wir diese Landmarke hier nochmal aktivieren? So, dann haben wir das hier schon mal geschafft. Haben wir den Teil der Map schon mal auch aufgedeckt? Dann, wie viel wir immer für Lau bekommen, das ist schon mal geil. Schon. Mega Speere. Mega Speere. Na egal. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich guck mir ein bisschen um. Man kann ja nie wissen. Palliumbedruckstück, na. LZB, Megaspeede, na. Mann! Kann ich mal ein bisschen leidenschaftlicher sterben. Ist mir doch egal. Ich hau sowieso ab. Oh ja. Jo. Rüstung beschädigt. Ja, well. Warte mal so. Ja, wir haben nicht mehr genug Fasern. Ah. Toll. Aber dafür gibt es eine Lösung. Die steht gleich direkt um die Ecke hier. Ja. Mehr braucht es auch nicht. Mal hier, so. Los geht's. Reparieren. Und hier. Leder. Der geht mir noch immer ins Leder. So. Was macht das Ei hier? Knistern ist Ei ausgebildet. Ungenutzt. Ah, das hier, das Licht der Welt erblickt.
Ja. Immer diese Eier. Ja, auweia. Wir können mal rum. Ne, ah, weißt du, wir haben hier schon diesen B und hier. Gehen wir mal eine Runde knacken. Ich habe so viele Eier, die ich noch ausbrüten könnte. Ich irgendwas ausbrüten lassen. Bin ja auch ein Mann, keine Frau. Sonst wäre ich schon alt und grau. Gott sei Dank. So, jedenfalls. Ups, ja, ich meinte. Hier. Ich nehme mal die ganzen Ausbildung mit beiden Eier mal. Irgendwie aus den Kisten. Hier, da haben wir ein Ei. Oh wei, oh wei. Zerfurcht das Ei. Oh wei, ja, oh wei. Und hier. Dies für das Ei. Ei, ei. Ei, so. Und hier. Auch nochmal ein Osterei. Wir haben keine Eier. Immer so. So, dann zischen wir ab. Aber da. Haben wir hier noch was? Na, okay. So, machen wir hier. Zischen wir ab und machen dann weiter. So. Zack. Ach, mehr kann man nicht. Knisternes Jumbo-Ei. Jumbo-Dumbo-Schreiner. Was ist das nur für einer? Kann ja mal passieren, dass das vorkommt. So. Wollen wir ein paar Eier hier wieder? Hier. Und das dauert mal wieder. Eier. Die einen brüten Eier aus, die anderen braten Eier. Tja, heute geht es echt um die Eier hier. Der verbrutzelt mein Bein, mein linkes Bein, mein Fuß. Aua. Na. Das ist die Polizei, aua. Ja, ein stummer Streit, dann kommt die Polizei, aua. Ja, hört sich an wie ein Pokémon, nur anders. Du lässt mich im Stich, der Feuerfuchs. Ja, du löscht das Feuer. Ach, weißt du was? Guck mal, machen wir mal trotzdem nochmal. 10 Stück, 11. Davon kann man nie genug haben. Die Eier für das Maschine, mal wieder. Ja, halt ordentlich ein. Halt kräftig ein. In meinen Ballen.
Willst du mir an das Bein pinkeln, na? Na, vergiss es. Erhalten, so. Genau, habe ich auch erhalten. Sonst werden die Eier noch erkalten. What? 37 Minuten dauert das. Bildtempo etwa so 50%. Etwas kühl, das heißt, die Eier werden etwas schneller ausgebildet. Na, ich weiß nicht. Ob das wirklich gut ist für so einen Jumbo-Küken. Ach, war also eh nicht mehr viel zu holen. Na, wie geil ist das denn? Na, eine halbe Stunde dauert der ganze Scheiß. Das kann ja dauern. Das kann ja noch härter werden. Ich setze ja immer lieber auf Offensive. Warte mal. Und da ist es noch okay. Ah, oh, okay. Rezept wählen. Rezept wählen, Rezept quälen. Enterhakenpistole. Wir haben nur zwei Fasern. Wie sie alle zerfasern, diese Fasern. Du hast ja von. Du blöde Kackschwein. Du Pisser. Dann holt sich mal ein bisschen ab. Holzfasern können wir immer gebrauchen. Holz einlagern. Mr. Lager, Lager? Ja, Lager, Lager. Feuer. L-A-G-E-R-F-U-I-E-R. So wie bei SpongeBob, nur anders. Lagerfeuer. Das Lagerfeuer, Lied. Jo. Leder. Lack und Leder wählen wir als Leder. Pistolenmunition. Pistolenmunition. Mit Doppel S. Geil. Die Eier, die tue ich mal hier. Die Eier, auweia. Das mit dem Ei, das wird nur dauern. So. Das mit der Enterhaken-Pistole will ich aber noch irgendwie hinbekommen. Das wollen wir. 30 Fasern. Na. Ah, da fehlt mir noch einiges. Dann hol ich ein bisschen ab für die Fasern hier. Auch Fasern kriegen mal Masern. Ach komm, ein bisschen Reserve kann man immer gebrauchen. So, geiles Baumfeuergeräusch. Na? Du fettes Kackschwein. Ich am Arsch entlang. Timon und Pumba. Stirb Pumba, du fettes Kackschwein. Der ist aber, oder? Nö. Ach, drei Stück fehlen mir noch. Und ich hatte noch auch ein bisschen in die Reserve.
Na okay, dann hätte ich wahrscheinlich nur 25 Fasern gehabt. Statt 27. Mach den Baum auch mal kaputt. So. Dann entledige ich mich jetzt der Fasern. Auch Fasern, Kollegin, mal Masern. Das geht natürlich nicht, ja. Ein Pulskrank. Ach, was du nicht sagst. Antikes Bauteil. Das kann jetzt dauern. Ah, das dauert jetzt. Warum kann ich keine Gewichte auf die F-Taste legen? Ja. So ein paar Milliarden Jahre dauert das jetzt. Ich sehe die Sache durch. Wenn der Kollege nicht seine Arbeit verweigern würde. Die Kamera ist aber auch eine Scheiße. Blöde Kamerafahrt. Meine Sklaven tun nichts, außer Sklave zu sein. Die Sklaverei wurde eigentlich auch nie wirklich abgeschafft. Hier in Deutschland, so schlecht, wenn man bezahlt wird, ist auch eine moderne Sklaventreiberei. Die Sklaverei wurde nicht abgeschafft, sie wurde nur modernisiert. Der einzige Unterschied besteht einfach nur darin, dass man heute seinen Sklaventreiber sich selber aussuchen kann und darf. Das ist alles. Arbeitsverweigerung, ja. Wir treten in den Streik. Aber streiken tut auch nicht viel. Diese Hosenpisser von Bahnchefs. Die Bahn ist immer ständig unpünktlich. Aber trotzdem kriegen die Millionen Abfindungen. Seit wann haben sich diese Manager wie Medion und so das Ganze eigentlich verdient? Ist doch scheiße. Wo ist denn diese Enterhakenpistole? Ich entledige mich mal des überflüssigen Materials. Und probiere mal aus. Wie benutzt man das Teil denn eigentlich? Ah, das geht nur in einer gewissen Entfernung. Na, okay. Wenn ich sage, okay, ich mache das mal hier. Naja, okay. Na, okay. Wissen wir Bescheid, wie das funktioniert, das Teil. Wie wir gleich denken können. Okay. So. So. Haben wir mal ein bisschen von der Map-Karte aufgedeckt. Ich würde dann auch gleich Schluss machen. Ich gucke mal, wie lange. Ja, 27 Minuten noch. Ja. Ja. Weiß ich was? Mal kurz. Aber nö. Ich weiß auch nicht.
Was ich wohl machen könnte, ist beim nächsten Mal, also frühestens nächsten Freitag, also am kommenden, also Freitag in der nächsten Woche oder Sonntag, frühestens Freitag, dass wir mal versuchen, nochmal hier, so dieses Areal hier, ringsherum aufzudecken, dann habe ich nicht weiter hier, sondern erstmal nur das hier, dass ich diese Lücke dazwischen diesen zwei Gebieten, dass ich immer das kann, mehr oder weniger komplett aufdecke. Und das hier, da können wir uns später darum kümmern, aber erstmal, ich würde vorschlagen, die Tendenz wird wohl eher gehen, erstmal, dass alles hier so in diesen Hemisphären hier, so in diesem Bereich, das hier mal aufzudecken. Spielerposition ist auch hier. Ja. Jedenfalls, ich würde dann sagen, dann machen wir es beim nächsten Mal so. Dass wir sagen, wir gehen mal hier in den Bereich und decken das hier noch ein bisschen auf. Das hier wird das nur mehr. Also das ist nur offenes Meer, denke ich mal. Und den Bereich hier, das werde ich dann wohl irgendwann mal. Ja, ich weiß nicht. Hier, der war ich schon mal. Landbrücke. Weiter irgendwie schon mal. Da ist auch eine Wegmarke. Wie viel Tag haben wir denn eigentlich noch? Naja, obwohl. Ja, der Token ist auch schon fast rüber. Also der Ingame-Tag und Real Life sowieso. Viertel nach 10, 22 geteilt durch 16 Uhr. 20 Uhr 16. Können wir? Ach komm, Mann, immer. Da muss ich aber erstmal der Kollege kommen. Um sich seine Arbeit zu entledigen. Na. Jedenfalls, ne, ich habe ja schon mal gesagt, ne, ich würde dann ab der nächsten Livestream-Session meine YouTube-Aktivitäten erstmal bis auf weiteres größtenteils runterfahren. Damit ich endlich mal mein drittes Musikalbum mal aufnehmen kann. Damit ich endlich auch mal dazu komme. Weil ich habe mir das schon im letzten Jahr vorgenommen, aber ich habe mich wegen Twitch und YouTube zu sehr damit aufgehalten. Deswegen. Ich weiß nicht. Deswegen würde ich dann vorschlagen, ich mache das dann so. Erstmal. Größtenteils nur Twitch. Einfach mal auf Twitch, wenn ich irgendwie was auch mache. Und YouTube stehe ich erstmal hinten an in der Prioritätenliste. Und mal schauen, wie lange das dann so erstmal weitergehen wird. So ein paar Wochen auf jeden Fall. Und ja. Let's see. Ups, ja. Mau. Hab ich das schon, ne? Nö. Oder? Na, ich weiß nicht. Bouncy halt. Daydream, Tagtraum. Ruby. Haben wir den Firefox dann hier auch? Ja. Ich warte natürlich das Mehl. Ihr ahnet. Bis der Kasse hier abgearbeitet ist. Aber da könnte ich auch. Rezeptieren. Oder können wir jetzt mal Brötchen, mal Marmeladenbrötchen, Mehl und. Rote Beeren. Marmeladenbrötchen. Pfannkuchen, braune Milch und so. Milch, du kleiner Knilch. Warte mal. Fünf Brot.
Manchmal wird es ein bisschen Brot. Guting will Weile haben. Warum auch nicht? Jo, Brot haben wir. Schmecke Brot. Knecke Brot. Knecke Brot. So, und hier. So. Wie lange braucht er jetzt mal? Wahrscheinlich über 20 Minuten, ne, was? 21 Minuten, ja, irgendwas, dachte ich mir schon. Ich hatte ein Jumbo-Ei. Geht nicht mal in 6 Minuten. Ey, da war doch ein fliegendes Viech. Ach so, das war nur das hier. Also, ich meine, eines meiner eigenen Viecher. Ich dachte, ich hätte ein Vögelchen, das ich mir schnappen könnte, aber okay. Upsala. Jo, okay. So, können wir nochmal ein paar Bildchen machen? Wobei, wir können hier mal. 8 Stück sogar. Ja. Marmeladenbrötchen. Was davon nahrhafter ist, was also mehr voll macht als den Magen, das will ich noch herausstellen. Muss man halt ein bisschen experimentieren und probieren. Und auch hier wieder heißt es abwarten, Tee trinken, obwohl mein Tee ein bisschen ausgesoffen. Naja, einfach nur nach dem Motto, gut Ding will Weile haben. So müssen wir halt leben. Und hat mein Bodyguard? Ja, yeah, ja. Ah, jetzt kommt der Kollege. Noch nicht ganz so spät. Und arbeite mal schön. Und heiße meine Beine kräftig an. Kalte Füße tun ja nicht gut. Kann man schlecht schlafen mit kalten Füßen. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Deswegen bin ich dazu übergegangen, vor dem Schlafen gehen, manchmal, das stimmt tatsächlich, wenn es mal richtig blöd läuft, auch mal wirklich ein warmes Fußbad zu machen. Also eine Viertelstunde, halbe Stunde mit sehr warmem Wasser, ein sehr ausgiebiges, langes, warmes Fußbad. Ich weiß, es ist komplett übertrieben, absoluter Overkill, jetzt teilweise bis zu 30 Minuten, aber wenn es mir gut tut, warum auch nicht, mache ich schon seit Jahren tatsächlich schon so, dass ich mal vor einem teilweise übertrieben warmes Fußbad, also nicht jeden Tag, jeden Abend, aber besonders in den Wintermonaten, wahrscheinlicherweise, wo die Raumtemperatur generell immer eher nicht in den Keller geht, aber also relativ nach unten geht. Ich mache das schon mal mit 40, 50 Grad warmem Wasser. Denn das ist das Wasser auch schon möglichst schon lange warm bleibt, dass die Wärmereserven möglichst viele sind. Ich nehme zum Beispiel mal ein sehr langes, ausgiebiges Fußbad, bevor ich schlafen gehe. Na, fördert die Durchblutung. Mit warmen Füßen schläft es sich besser. Kann man generell besser einschlafen. Von daher. Warum auch nicht, ne? Gut, gibt es ja auch Fußheizung, so Fußwärme, aber habe ich nicht. Und ehrlich gesagt halte ich nicht viel davon, auch wenn ich mir überlegt habe, mir mal jemand anzuschaffen, aber. Ist halt so. Kalte Füße sind manchmal wie kalte Hände. Das sind manchmal schon ein Ende Gelände. Bisschen halt bei der Musik. So eine Bass oder Gitarre mit kalten Händen. Ja, das ist nicht so geil. Kann man super gut nachvollziehen. Auch im Klavier. Nicht nur hier. Oh. Und? Yeah. 18 Minuten. Dauert das? Na. Hallo. So, also, jetzt ist ja auch langsam wirklich. Ach, toll. Komm, Brötchen gemacht, schon fressi hier. Ja, schon Hunger kriege ja nicht mal ich. Außer bei Keksen vielleicht. So. Jedenfalls, ne, ich habe ja schon alles während der Aufnahme gesagt. Es wird immer Zeit, dass ich immer auch meine YouTube-Aktivitäten hiermit ein bisschen runterfahren. Dann nur noch vielleicht mal ein oder höchstens zweimal die Woche, vielleicht mal so vorzugsweise am Wochenende. Mal mit dem Streaming und so
Und dann sofort machen wir, damit ich mir endlich mal dazu komme, mein drittes Musikalbum aufzunehmen. Deswegen verabschiede ich mich jetzt für diese Aufnahme jetzt schon mal. Und, ne, also wie gesagt, Aktivitäten werde ich auf ein Minimum runterfahren. Wisst ihr Bescheid, wegen Musik und so. Damit ich auch mal da mal wieder ein bisschen vorankomme. Und ja, damit verabschiede ich mich für heute. Und ihr Twitch-Leute, auf jeden Fall irgendwann zwischen Freitag und Sonntag werde ich mich erstmal darauf beschränken. Also nichts Montag, Mittwoch, Donnerstag, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag, sondern irgendwann zwischen Freitag und Sonntag zu den gewohnten Uhrzeiten. Wisst ihr Bescheid? Und die YouTube-Leute, also tut mir leid, aber die Gründe habe ich genannt. Ich will einfach mal auch da wieder mal vorankommen, auch mal was anderes ausprobieren und machen, sonst schleift sich da so eine Routine ein, dass mir das ein bisschen langweilig wird. Deswegen, es wird auch mal Zeit für Änderungen so. Aber das wird nicht immer sein, das wird nur ein paar Wochen sein. Also in ein paar Wochen hoffe ich zumindest mal. Und naja. 4 Stunden läuft die Aufnahme schon ziemlich genauso, oder? Naja, jedenfalls. Ich werde dann für heute jetzt auch mich verabschieden. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Ihr könnt den Kanal natürlich unterstützen, wenn ihr wollt, in jeglicher Form. Und ja, wie gesagt, der Regelbetrieb, der wird vielleicht frühestens, vielleicht gegen April. Allerfrühestens irgendwann im weiteren Verlauf des Aprils wahrscheinlich eintreten. Ansonsten werde ich ja nur auszugsweise mal von irgendwelchen Livestreams mal auf dem Kanal was hochladen. Ich muss ja mal so gucken. So, also, wie gesagt, wegen Musik. Musik hat erstmal Vorrang. Danach schauen wir mal weiter. Ich bin da normalerweise relativ schnell mit. Also 4 bis 6 Wochen für ein Album ist noch relativ flott. Vor allem, wenn man das bedenkt, dass ich das komplett als Ein-Mann-Projekt mache. Wirklich alles. Jede einzelne Note wird von mir selbst geschrieben, eingespielt. Alles wird selber abgemischt von mir. Und warte mal, alles 100% komplett DIY. Das frisst dann doch noch ein bisschen Zeit. Das ist wirklich teilweise wirklich Vollzeitarbeit. Ist wirklich Fulltime. Glaub, da kannst du wirklich von aufstehen bis einschlafen. Wirklich dich daran durcharbeiten. Deswegen. Ich brauche meine Ressourcen für andere Dinge. Für Musik unter anderem jetzt. So, also. Habt ihr Verständnis dafür? Ich verabschiede mich also für heute. Und dann einfach mal auf Twitch vorbeigucken. Ansonsten, wir hören voneinander bald. Früher oder später. Bis dahin, danke fürs Zuschauen zu hören. Und ja, ihr YouTube-Leute, tschüss und bis zum nächsten Mal.